Hallo, guten Morgen. Ja, hier habe ich wunderschönes Winter Wonderland. Schönes Wetter. Nachdem es so extrem geschneit hat. Seid ihr noch da? Guten Morgen. Ja, und heute ist auch nicht nur wettermäßig ein mega Tag für mich, sondern auch endlich wird ich irgendwie, macht alles Sinn, was ich die letzten, sage ich mal, Monate gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie lange, weil die Zeit so schnell läuft. Und irgendwo habe ich mich ja verschrieben, jetzt endlich einfach so rauszuhauen, was wirklich wahr ist für mich und was ich so mache und wo ich die Ergebnisse sehe. Und deswegen wollte ich das jetzt auch mit euch teilen. Weil insbesondere heute Morgen um 6 bin ich aufgewacht und dann mache ich so meine Morgenpraxis. Ich mache das tatsächlich im Bett, bin aber völlig in dem Bewusstsein, in dem ich sein möchte und bringe mich in das Bewusstsein, dass für mich die Wahrheit ist, dass es für mich die Liebe ist. Und irgendwie hat es heute für mich so einen Öffner gegeben. Ich habe auch total geweint danach, weil irgendwie habe ich es geschafft, wirklich allen Groll nochmal rauszulassen. Es waren doch noch so viel da aus der Vergangenheit. Sachen, die mir gar nicht bewusst waren. Und durch diese Divine Healing Power, in die ich jeden Morgen für mich reingehe, öfters am Tag, auch wenn ich Zeit habe, hat sich das so angefühlt, als wäre jetzt das endlich rausgewaschen, als wäre alle Verzweiflung, als wäre alle Sünde, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, alles, was an mir noch irgendwie klebte, was mich blockiert hat, was mich traurig gemacht hat, was mir Angst gemacht hat, all diese Sachen durften nochmal klarer weggewaschen werden, reingewaschen werden. Und weil dieses Verständnis für mich jetzt so sonnenklar ist, wo ich dahin gehe mit meinem Bewusstsein und warum ich die Berechtigung habe, dorthin zu gehen und was ich dort haben kann aus einer Kraft heraus, die eben nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern mit mir als Herkunft, mit mir als meine wahre Identität zu tun hat. Und es ist, ich habe mich jetzt wirklich so verschrieben und gesagt, das ist jetzt das, was ich, worüber ich spreche. Und auch wenn es sich irgendwie crazy oder durcheinander anhört, ich möchte einfach diese Erkenntnis teilen, die für mich wahnsinnig schwer war, weil mein Verstand als Akademikerin mir immer so im Weg gestanden ist und einfach irgendwie so Wu-Wu-Zeugs nicht glauben konnte und so spooky Geschichten und ich wirklich auf eine wissenschaftliche Art und Weise da hingehen musste und nicht wissenschaftlich in dem Sinne, was macht mein Körper und wie funktioniert mein Körper, sondern wie funktioniert das Leben, wie funktioniert die wahre Kraft, wie funktioniert Lebenskraft. Was ist der Hintergedanke von Lebenskraft? Wie kann ich mich damit verbinden? Und vor allem, was habe ich denn als Persönlichkeit in diesem ganzen Spiel damit zu tun? Und all diese Fragen durfte ich mir Stück für Stück beantworten. Und es war so, als würde dadurch diese Trennung aufgelöst werden. Und ich habe ein extremes befreites Gefühl und mein Körper reagiert wahnsinnig gut darauf, muss ich sagen. Und ich spüre es im ganzen Körper und es ist so interessant, dass das jetzt stattfinden darf, nachdem ich mich gestern entschieden habe, dieses Angebot mit der Divine Healing Power Immersion zu lancieren. Und alles ist okay, alles ist immer gut. Und wenn man diese Schritte tut, ohne zu verstehen, warum und was das jetzt soll. Und es war so eine Eingebung und ich habe mich gestern hingesetzt und habe das am Computer fertig gemacht, das Angebot. Einfach, weil es sich gut und richtig angeführt hat. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und gedacht, wow, was hast du getan? Was soll das? Bla bla bla, hast dich wieder zu weit zum Fenster rausgehalten. Und dann bin ich aber wieder in diese Praxis reingegangen und bin dann wieder rausgekommen und habe einfach kapiert, diese Trennung, diese künstliche Trennung, die wir immer mit unserem Verstand herstellen, das ist eigentlich die Ursache, warum wir traurig sind, warum das Leben schwer ist, warum wir auch nicht heilen können. Und aus dieser Trennung rauszugehen,
diesen Anstoß möchte ich euch eben geben mit dieser Divine Healing Power Immersion, euch da ein bisschen einfach nur den Kick zu bringen, weil es ist ja nichts, was ich nur habe, sondern es ist eine Erkenntnis, die ich habe und die ich jetzt einfach weitertrage, und weil ich einfach auch gesagt habe, zu wem auch immer, zu dem Göttlichen, dass ich jetzt ich selber bin, 100%, und dass ich jetzt nicht mehr versuche, irgendetwas konform oder angepasst oder sonst irgendwie zu kommunizieren, sondern diese Wahrheit, die ich gefunden und für mich erkannt habe, auch zu teilen, weil sie mein Leben frei und leicht und endlich von dieser wahnsinnigen Angst befreit, die mich wirklich in meiner ganzen Vergangenheit sowas von im Schach gehalten hat, dass ich tatsächlich die wahnsinnig tollen Dinge, die ich gemacht habe, nicht mal genießen konnte. Ja, das war ein kurzes Live. Ich freue mich auf alle, die sich anmelden. Bis dann. Bye, bye.